Leute, willkommen zu einer Runde Skywars auf der Map Ice Cream. Und diesmal wieder alleine. Und mir ist aufgefallen, dass ich mal wieder mit einer anderen Person aufnehmen sollte. Was einfach viel lustiger ist, als wenn ich irgendwie alleine aufnehme. Und ich weiß nicht, bei mir ist es halt so, dass ich momentan so wenig Zeit habe und deshalb auch alleine aufnehme. Und ich kenne die Kisten hier nicht auf dieser Map. Okay, an der war ich schon mal. Oh, ja, okay. War ich an dieser? Ja. Ach, hier ist noch eine. Ja, okay. Auf jeden Fall ist es bei mir so, dass ich immer richtig spontan aufnehme. Und da ich momentan so viele Arbeiten schreibe, habe ich auch gar keine Lust, jemanden zu fragen, weil ich dann einfach richtig spontan oder kurzfristig noch schnell was aufnehmen möchte. So ist das eigentlich immer bei mir. Aber da sowieso, also heute ist Mittwoch und das Video kommt auch heute noch, da sowieso bald Wochenende ist, noch 2 Tage, naja, dann nehme ich auch wieder was mit irgendjemandem auf. Vielleicht hat Maxi ja Lust oder so. Und ist da überhaupt jemand auf der Map? Glaub nicht, oder? Oh Gott. Und ich habe auch kein wirkliches Thema heute anzusprechen, einfach nur so eine kleine Story, die ich mal so nebenbei erzählen kann, damit ich irgendwas zum Reden habe. Und warte mal, ich gucke erstmal, ob hier überhaupt jemand... Hier war nicht mal einer. Also ich glaube... Oh doch, der hat die Kiste nicht gelootet. Gut, den haben wir. Wir nehmen uns jetzt schnell die Sachen. Ich weiß, ich hatte den Helm schon davor drin, hatte aber keine Lust, den zu ändern. Okay, das sollte reichen. Und der nächste kam auch schon an. Okay, er macht ein bisschen Angst mit seinem geilen Apfel. Oh. So, okay, Leute, den haben wir auch. Ich habe vergessen, mich zu necken, aber in der Runde erkennt mich gerade keiner, was schon mal relativ gut ist. Ja, auf jeden Fall kommen wir einfach mal zur Story. Und zwar haben wir heute eigentlich im Computerraum, also Geschichte. Und sowas alles. Aber irgendwie waren wir da beim falschen Raum und da hat eigentlich eine andere Klasse hingemusst, da wir haben die ganze Zeit gewartet und unser Lehrer kam halt nicht. Und da war halt, wie gesagt, auch eine andere Klasse. Ich weiß nicht, ob das irgendwie die 5. oder 6. war. Ich glaube 6. Ich bin mir nicht sicher. Ja, okay. Und dann auf einmal, also ich stand so mit meinen Freundinnen, wir hatten, keine Ahnung, in so einem Kreis halt. Dann haben wir halt miteinander geredet und auf einmal kommt so die Frage, ist das die, die YouTube macht? Das war so lustig. Und keine Ahnung, meine Freundin grinst mich erstmal so richtig schmierig an. Danke an euch. Das war richtig komisch, so im ersten Moment, weil für die, die es nicht wissen, das mit YouTube kam ja erst im Januar raus und ja, ist ja nicht so lange. Trotzdem ist es echt ungewohnt noch so in der Schule. Ja, das war, ich fand es irgendwie auch lustig. Und dann... Also er hat das halt so einen aus meiner Klasse gefragt. Dann kam sie so bei mir an und meinte irgendwie, dass er sich nicht getraut hat, mich direkt zu fragen oder so, dass er irgendwie zu schüchtern ist. Keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Hat sie auf jeden Fall so gesagt. Und ich frage mich, was der Typ hier gerade vorhat. Und der Junge war einfach so übertrieben süß. Ich bin auch so zu ihm hingegangen, habe ihn so drauf angesprochen. Da haben wir ein bisschen mit dem getalkt, der war echt richtig süß. Also der wollte mich auch noch abonnieren, der hat mich noch nach meinem Namen gefragt. Also, falls du es wirklich getan hast und das Video siehst, hi. Oh Gott, ich... Achso, das ist der letzte sogar noch. Okay. Alter, hat er mich erschrocken. That's just how it goes. And respect to those who've been doing what they love. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Oh mein Gott, okay, wir haben den bekommen. GG auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich glaube, ich lasse das mal bei dieser Runde. Ich mache mal ein etwas kürzeres Video. Ich weiß nicht, das war eigentlich so kurz gefasst, die Story. Ich habe auch nichts anderes so wie ich zu erzählen gehabt und deshalb dachte ich so, dass ich das erzählen kann. Und ja, vielleicht freut er sich ja auch ein bisschen, dass ich das jetzt erzählt habe. Auch wenn es eigentlich nichts Besonderes ist, aber egal. Auf jeden Fall, Leute, hoffe ich, dass euch das Video trotzdem gefallen hat. Das nächste Video wird, wie gesagt, wieder mit einer anderen Person sein, wenn ich das gebacken bekomme. Und ja, vielleicht schaffen wir 1000 Likes. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. But every time we crashed, there was only one victim. Tell me, how does that make sense? So I had to do my thing. Now that's that. Shit, you took my heart, you cut it in half, then you gave me half.